Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Artist TV. Wir sind heute in der Galerie Claudius und wir treffen Christine Cossi an, die hier eine Vernissage gibt. Christine, vorweg die Frage, wie kam es überhaupt zu der Begegnung mit der Galerie Claudius? Ich habe die Inhaber kennengelernt auf einer anderen Ausstellung. Ja. Ich war mal hier, glaube ich, bei Christina Neubauer. Und da sind wir ins Gespräch gekommen und ich hatte mich mal vorgestellt. Und die haben meine Werke gesehen und waren total begeistert und haben mich angesprochen, ob ich hier mir vorstellen kann, auszustellen. Und ich habe sofort zugesagt. Wunderbar, eine wunderschöne Kulisse. Deine Bilder sind wunderschön anzuschauen. Du gehst ja in der Kunstszene als die aufstrebende Künstlerin im Bereich Pop Art, aber auch da gibt es ja viele Facetten. Wie würdest du deine Kunstrichtung beschreiben? Pop Art ist ja so in den 50er Jahren entstanden und man hat sich ja bewusst auch von den abstrakten, expressiven Bildern distanziert, wieder mehr ins Gegenständliche und vor allen Dingen auch den Konsum und auch den materiellen Dingen gewidmet und dem eine neue Facette gegeben. Erklär mal, wie du deine Kunst selber interpretierst. Ja, Pop-Art ist natürlich ein bisschen kommerziell, ja. Und es lebt von den Farben, das liebe ich. Also das ist irgendwie, und das ist ein bisschen unangepasst, ja. Das entspricht meinem Charakter. Also ich glaube, ich male Neo-Pop-Art. Ja. Ich male aber auch Realismus, das sieht man auch in meiner Models Backstage-Serie. Also ich bin zwischen zwei Polen unterwegs. Also beides reizt mich, aber ich entwickle mich ganz klar zu Pop-Art momentan. Wobei auch Amanda Lear vor kurzem ja ausstellte und sich auch selbst in den Bereich Neo-Pop-Art, ich sag mal, auch einordnete. Ja, wirklich. Hat sie ja selber auch gesagt hier, ja. Das ist interessant. Das hätte ich nicht gedacht. Also gibt es eine Wesensverwandtschaft. Würdest du denn eigentlich sagen, du bist das malende Model? Oder bist du das Model, das irgendwann den Wunsch hatte zur Malerei? Denn du hast ja vom Hintergrund eigentlich ein Designstudium, genau, auf der AMD, das weiß ich. Und da ist natürlich die Frage, wo schlug das Herz zuerst? Also was ist überhaupt mit der Mode? Warum wurde die nicht weiter verfolgt und warum hast du dich da nicht weiter entwickelt und hast dich als Designerin vielleicht etabliert? Also ich habe angefangen zu malen schon sehr, sehr früh, als ich Kind war. Eigentlich mit 6 Jahren habe ich schon sehr, sehr gut gezeichnet. Und habe aber dann mich entschieden für Mode, weil es auch meine Leidenschaft war. Und habe ich Modedesign studiert und dann habe ich angefangen zu modeln. Also meine Wege waren so ein bisschen immer anders, aber ich habe das nie aus den Augen gelassen. Also ich habe eigentlich immer gemalt für mich, für zu Hause und habe irgendwann mal ein super tolles Bild für meinen Freund gemalt. Und der fand es so toll, dass er gesagt hat, wieso machst du das nicht professionell? Weil ich sehe, wie gut es dir tut und du hast irgendwie so viele andere Seiten, kreative Seiten, die musst du auch wirklich ausleben. Das habe ich gemacht. Brauchtest du seinen Freund als den, der das reflektiert, oder gab nicht auch deine innere Stimme irgendwann, sag ich mal, die Initiative oder die Initialzündung zu sagen, jetzt will ich Künstlerin sein, jetzt will ich mich bekennen, ich will Malerin sein und das Fach dann auch wechseln? Ich habe mich eigentlich nie getraut, wirklich. Ja. Also ich wusste, dass ich das drauf habe, aber ich brauchte jemanden, der sagt, los jetzt, mach das endlich, weil ich sehe, du hast es drauf, du musst es tun. Und als ich dann damit anfing vor 2 Jahren, habe ich gemerkt, das ist genau mein Ding. Ich mache es mit Leidenschaft und das bedeutet mir viel, allein dieser Schaffensprozess. Ja. Und so hat sich das entwickelt und dann immer mehr und immer mehr. Und es gab die erste Ausstellung dieses Jahr am Hafen und das lief sehr, sehr gut. Und das ist jetzt meine zweite große und ich habe so viel positives Feedback, es ist unglaublich. Also ich fasse es selber noch gar nicht. Du hast vielleicht auch Parallelen zu dem Superstar hier, unserem Andy Warhol, der ja auch damals angefangen hat mit Illustrationen. Gerade im Modebereich hätte dich das nicht auch angesprochen, weil du bist ja modeaffin und als Model sowieso. Und als Designerin hättest du dir nicht auch vorstellen können, statt Malereien erst mit Illustrationen anzufangen, oder hast du das auch gemacht? Habe ich gemacht. Das hast du auch gemacht. Das ist witzig, dass du das sagst. Ja. Also ich habe als kleines Mädchen Illustrationen angefertigt. Das war aber richtig gut. Also wenn ich irgendwann mal zeige ich das vielleicht. Ja. Das sind richtig gute Sachen. Und in meinem Studium habe ich Figurinen gezeichnet, so nennt man das, also Modefigurinen. Das liegt mir auch so gut. Und wenn ich auch telefoniere, dann kritzel ich auf dem Papier immer Figurinen, Gesichter und Modezeichnungen. Also das liegt alles nah beieinander. Also hast du auch so dieses Universelle wie Warhol, der auch als Musikproduzent tätig war, der im Grunde genommen wirklich viele, viele Dinge als Synergien vielleicht auch zusammen kreierte. Fühlst du das auch so, dass du vielleicht am Ende des Tages nicht nur malst, sondern einen Erlebnisabend machst, wo du im Grunde genommen eigentlich als Gesamtkunstwerk oder Konzept dich weiterentwickelst? Oder bleibt es bei der Richtung Pop Art und du bist die Malerin, ganz klassisch?
Also ich sehe mich momentan als Künstlerin, ja, als Malerin. Ich weiß nicht, wo sich das hinentwickelt, ja, eigentlich, ja, weil ich ja immer neue Herausforderungen angenommen habe, ja, in meinem Leben. Aber momentan fühle ich mich mit der Materie sehr vertraut, ja, und experimentiere sehr viel mit sehr vielen Techniken. Und ich denke, dass ich eine lange Zeit noch als Künstlerin arbeiten werde. Was anderes kann ich mir momentan auch nicht vorstellen. Aber man weiß es nicht. Vielleicht schreibe ich irgendwann mal ein Buch. Ich weiß es nicht. Dann haben wir diesen besagten Erlebnisabend. Ich sehe viele Motive von dir. Bist du geprägt durch irgendein Thema? Ist da immer eine versteckte Botschaft? Man konnte in der Pressemitteilung auch lesen, dass du schon auch eine versteckte Botschaft an die Modeindustrie gibst durch deine Bilder. Ist das so richtig so? Habe ich das richtig so wiedergegeben? Ja. Was willst du den Leuten mit deinen Bildern vielleicht auch reflektierend sagen? Also durch meine Erfahrung als Model habe ich einige Dinge mitgekriegt, die mir zu denken gegeben haben. Ja. Also ich habe festgestellt, dass, und ich war auch selbst ein bisschen betroffen als dunkelhäutiges Model, ja, hatte ich das Gefühl, dass man ein bisschen im Hintergrund steht. Ja. Das herrscht teilweise ein bisschen an Diskriminierung, ja, dass wir Dunkelhäutige nicht so viele Castings bekommen, nicht so viele Jobs, ja, oder nur für bestimmte Jobs in Frage kommen oder nicht auf die Titel schaffen aufgrund der Hautfarbe. Und ich finde, das darf heutzutage nicht passieren, weil wir haben mittlerweile einen schwarzen Präsidenten in Amerika. Und das stelle ich so in Frage und möchte das ansprechen, weil das wird eigentlich nicht wirklich angesprochen. Wir hatten jetzt neulich Philipp Lein als deutschen Designer, der jetzt alle seine Models auf den Laufsteg geschickt hat, die sind alle schwarz, um einfach zu zeigen, ein Zeichen zu setzen, und das ist durch die Presse gegangen, weil man das gar nicht kennt. Und ich finde, heutzutage darf es gar nicht sein. Es ist egal, welche Hautfarbe man hat. Es darf eigentlich gar kein Thema sein. Es ist egal. Aber also, es musste mal sein, damit mal ein Akzent gesetzt wird. Und man genau, sagt, und das hier wollte ich auch ansprechen. Deswegen habe ich auch einige Bilder gewählt, irgendwie Models, die dunkelhäutig sind, dass es einfach normal wird. Bleibt die Mode trotzdem noch ein Bestandteil deines Lebens oder hast du dich jetzt ganz der Malerei verschrieben und sagst, das ist es jetzt aber auch? Oder gibt es da noch viele berufliche Perspektiven, die du dir auch vorstellen kannst? Ich würde gar nichts ausschließen. Also ich würde Kooperationen in Zukunft nicht ausschließen mit Modeunternehmen, weil es ja auch ein Teil meines Lebens ist. Aber momentan möchte ich mich erstmal auf die Kunst konzentrieren. Vielleicht auch Pop-Art passt ja vielleicht auch gut als Print auf die Kleidung drauf. Kann man sich so, solche Projektionen auch vorstellen? Gibt es sowas? Gibt es solche Ideen? Zum Beispiel, ja. Ich bin da wahrscheinlich was vorweg. Ich bin ja selber kreativ und denke damit. Ich merke das schon. Was mich natürlich auch nochmal interessiert, ist dein soziales Engagement. Ich weiß, dass es heute auch hier um ein soziales Thema geht. Und da würde ich dich gerne auch bitten, noch einige Worte drüber zu verlieren. Ja, also wir haben uns für die Stiftung Mittagskinder entschieden, weil ich es finde, es ist wichtig, heutzutage etwas abzugeben. Ja. Wir leben in einer relativ reichen Stadt und wir haben trotzdem sehr viele Kinder, die an der Armutsgrenze leben, das glaubt man gar nicht, die keinen Mittagstisch bekommen, weil die Eltern sich das nicht leisten können oder keine Weihnachtsgeschenke bekommen, weil es auch ein Problem ist und deswegen wollten wir etwas abgeben von unseren Erlösen und die Stiftung unterstützen, dass die Kinder auch was zu Weihnachten kriegen. Das ist immer sehr charmant, wenn sich Künstler auch sozial einsetzen, macht sie noch wertvoller und wenn immer eine Botschaft auch damit verbunden ist. Ja. Nun habe ich hier gerade vorliegen, auch gerade hier etwas von dir. Ist das zum Mitnehmen ein Prospekt in ein, sagst du es selber, Portfolio deiner besten Werke oder was du aktuell erwerben kann? Ja? Ja, das ist eine Broschüre, wo einfach all meine Werke gezeigt werden, auf einen Blick, dass man sich das einfach nochmal zu Hause anschaut und alles auf einen Blick hat mit den jeweiligen Titeln und Größen und das ist einfach zum Mitnehmen für meine Fans. Wer heute nicht in der Galerie Claudius war, wo kann er dich als nächstes sehen oder gibt es auch eine Website, dass du irgendwas auf jeden Fall jetzt noch heute kommunizieren kannst für die Leute, die noch die ersten Berührungspunkte mit dir haben wollen und dich kennenlernen wollen? Ja, die Ausstellung läuft ab morgen bis 2. Februar, also eine ganze Weile. Also man kann hier vorbeikommen in der Galerie Claudius, genau. 46. Egal. Also hier kann man die Werke besichtigen und natürlich über meine Website christinkossi.com. Kann man alle Werke auch sehen. Und ja. Gut, dann machen wir gleich noch eine schöne Begehung. Ich danke dir, Christine, erstmal auf diesem Weg und danke schön, dass du uns Einblick in deine Kunst gegeben hast. Ich danke auch.
Liebe Zuschauer an meiner Seite, jetzt Roland Peters, ich grüße dich. Dankeschön. Ich denke, wir dürfen uns duzen, ja? Ja, logisch. Sag einmal, von Künstler zu Künstler, hat dich die Christine Kossi heute mitgenommen auf eine Reise? Hast du, ja, welche Gefühle, welche Impressionen, welche Eindrücke hast du heute von dem Abend genommen? Es gefällt mir sehr, sehr gut. Ich muss sagen, ich habe ja ein bisschen Ahnung, weil ich selber Kunstmaler bin. Und es ist echt gut, weil technisch gesehen stimmt es. Und diese Farbenpracht auch, also ich male etwas, sagen wir mal, weniger kräftig, aber wenn ich das so sehe, es gefällt mir sehr gut, auch mal kräftiger zu arbeiten, ausdrucksstark, tolle Arbeit, richtig gute Sachen. Du selber bist ja nicht in Pop-Art zu Hause, wie würdest du deine Kunstrichtung beschreiben? Und du wirst ja auch bald hier in der Galerie Claudius ausstellen. Genau, im März, das genaue Datum weiß ich noch nicht, das lasse ich die Jungs hier über. Aber ich schätze so mal um den 24. und 25. März. Ja. Und was für ein Motto wird es geben? Also wirst du deine Bilder unter einem Motto arbeiten? Meine Malerei kann man beschreiben als realistische, zeitgenössische Malerei. Ja, sehr schön. Das heißt, alles sehr realistisch. Man kann sogar die Fingernägel erkennen. Also abstrakte Malerei ist, nein. Ich bin ein Freund davon, weil ich natürlich auch gerne mal wirklich realistisch gemalte Bilder sehen möchte und auch mal sehen will, was kann der Künstler wirklich, und wenn er sich davon wieder distanziert und trennt, dann weiß man wenigstens, er kann es aber auch. Ne? Ja, es ist so, gutes Abstrakt ist genial. Ja. Es ist echt genial. Und ich habe es auch versucht, weil ich dachte, okay, ich kann es mir einfacher machen mit Abstrakt. Aber gutes Abstrakt ist sehr, sehr schwierig, um Emotionen mit Abstrakt. Aber leider ist 80% von den abstrakten Gemälden Schrott, kann man schon so sagen. Aber die, die gut sind, so ein Pollock kennt ja jeder, das ist genial. Und gutes Abstrakt ist genial. Aber wie gesagt, ich mache zeitgenössische, realistische Malerei, immer Menschen. Also keine Landschaften, Motive sind immer Menschen. Ich habe noch nie eine Vase mit Blumen gemalt. Und, kein Stillleben, ja. Nein, kein Stillleben. Ich habe höchstens mal eine Kuh gemalt, das mit einem Mann unterwegs war auf dem Watt. Und damit ist auch wirklich eine Kuh gemeint. Dann habe ich echt eine Kuh gemalt. Aber sonst nur Menschen und gerne in absurde Situationen. Das heißt, so ein Mann, der vor einer Wand steht, mit einer Reisetasche, aber direkt vor der Wand, dass man den Schatten sieht, und da fragt man sich, was macht er da? Oder ein Kind mit einem Küchenmesser in die Hand. So nicht übertrieben, aber so gerne mal ein Fragezeichen. So, was soll das? Was hat er? Geht es um Provokation in dem Falle? Oder geht es darum zu sagen, Dinge, die nicht zusammengehören, einfach mal zusammenzubringen, um einfach mal eine Wirkung Sachen, die nicht stimmen, ein bisschen Provokation schon, aber nicht übertrieben. Ich suche die Provokation nicht extrem. Ja. Ich habe erst ein Gemälde gemacht, das richtig provozierend war, seine Frau, die den Rock hochhebt und keinen Slip anhatte. Ist das heutzutage noch provokativ? Ja, eben. Immer ganz ehrlich, in der Kunstbranche ist das überhaupt nichts, aber die Leute, die es gesehen haben, sagten dann doch, oh,
Okay. Und, Sie hätten es Ihnen und ja. dir nicht so getraut wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ich versuche nicht bewusst Provokation zu suchen, aber es kommt automatisch, wenn ich absurde Situationen darstelle. Es ist vielleicht auch bei Christine Kossi, dass auch wichtig ist, der Prozess beim Malen, dass der auch wichtig ist für dich und nicht nur das Werk am Ende, sondern wirklich auch diese Schaffenskraft, der Prozess irgendwie aus dem Bild auch hervorsticht, dass man ja. spürt, da hat jemand mit sich auch gehadert, gekämpft, ja, am ja, Ausdruck gearbeitet. Also oftmals denkt man ja nicht, dass Bilder auch einfach nur so entstehen, sondern da ist auch viel Arbeit im Detail. Wie siehst du das bei deiner Malerei? Ja, ich sehe das sowieso bei anderen Gemälden sofort, ja. dass das Technische, das ja. man dann kennt von der Malerei selber, wie viel jemand sich Mühe gemacht hat, um es technisch gut hinzukriegen. Ja. Da sieht man deutlich, dass sie sich echt angestrengt hat, aber man sieht trotzdem auch noch das Verspielte. Ja. Zum Beispiel, wenn man so einen Arm sieht, ja. das kann sie bestimmt technisch besser, weil das kann sie, das sieht man an die anderen Sachen. Ja. Aber hat sie bewusst so gelassen, ja. was auch gut ist, ja. dass es spontan bleibt. Ja. Weil man kann ein Gemälde auch kaputt machen, indem man zu lange versucht, es zu verbessern. Aber es ist eine gute Mischung aus, was soll ich sagen, die Spontanität und dann rechtzeitig aufzuhören. Das sind gute Sachen, richtig gute Sachen. Wie würdest du dich dann beschreiben in deiner Schaffenskraft, deiner Bilder? Meine Bilder sind, sagen wir mal, schon. Also Christine Kossi sagt zum Beispiel, sie hört Rockmusik und ja, das ist auch so eine Inszenierung. Ja. Also die Malerei ist eine Inszenierung. Ja. Deswegen frage ich halt bewusst nach dem Prozess, ob das auch ein Teil der Selbsterfüllung, Befriedigung ist beim Malen klar, an sich. Klar. Also ich arbeite fast nur nachts. Ja. Weil ich eben keine Landschaften male, ja. Brauche ich auch kein Tageslicht. Und ich habe sowieso ein Tageslichtlampe oder mehrere sogar. Und ich male meistens nachts und dann habe ich echt auch meinen Kopfhörer auf. Also in mein früheres Atelier musste ich Kopfhörer anhaben, weil da noch Leute gewohnt haben. Jetzt muss ich nicht mehr leise sein. Also man sein. Taucht schon in seine eigene Welt ein. Aber ich setze trotzdem den Kopfhörer noch auf, weil dann hat man so richtig den guten, fetten Sound. Und das geht von... Das geht echt von AC/DC bis Pavarotti, aber ich liebe schon laut meine Musik und dann bin ich in meine Welt. Und da sind Emotionen, da sind Schwingungen, da sind... Das fängt an in dem Moment, wo ich ins Atelier komme und die Tür schließe, dann ist das so, mein Refugium. Und das, alleine dieses Prozess reinzukommen, mich umzuziehen, weil ich ziehe dann meine Malhose an und mein Mal-T-Shirt, also das ist alles natürlich voll mit Farbe, aber ich ziehe dann andere Kleidung an. Das ist so ein Prozess und in dem Moment, wo ich das anhabe und meine Musik anmache, das ist echt, das glaubt man nicht. Ich glaube, das ist vergleichbar mit einem Sportler, wenn er sein Sportzeugs anhat und auf dem Fußballfeld oder auf dem, egal wo, im Arena ankommt. Was passiert dann? Das ist also die Inspiration in dem Augenblick? Nein. Muss ich sagen, es ist oft so, dass ich die erste halbe Stunde oder sogar die erste Stunde richtig hadere und kämpfe. Also wie ich es gesagt habe, mit Ja. Durchaus, ja. Ja, schön. Und das Schönste am Malen ist der Anfang, finde ich persönlich. Ja, ja. Ich skizze dann, weil ich habe ja Kunstschule gemacht in Antwerpen und ich war damals eigentlich Zeichner. Also ich habe geskizzt und Bleistiftzeichnungen gemacht. Und die Malerei kam erst später, weil es auch ein Pflichtprogramm war in die Kunsthochschule. Und erst später habe ich dann das Malen entdeckt und das fand ich dann... Deswegen male ich übrigens immer noch oft in Schwarz-Weiß, weil das gefällt mir immer noch, Schwarz-Weiß malen. Das ist, abgesehen davon, das Skizzen und das Erste, die ersten Nächte, sage ich jetzt mal, die ersten zwei, drei Nächte sind die schönsten. Aber woher kommt die Inspiration? Kommt sie vorher schon, hat man so ein Bild vor Augen und sagt, das will ich jetzt malen, das will ich zu Papier bringen? Oder ist es im Prozess so, dass man sich dann so treiben lässt und sagt, Mensch, jetzt fühle ich mich so, ich will was verarbeiten, ich will was... Es gibt Situationen, wo ich etwas sehe und das ist sofort klar und deutlich, okay, das will ich umsetzen, davon mache ich ein Gemälde. Hat der Maler auch so ein fotografisches Gedächtnis, hat er sowas? Nee, ich schreibe alles auf. Wenn ich nicht aufschreiben würde, dann würde ich die Hälfte vergessen. Ich habe so ein kleines Buch und da schreibe ich all meine Ideen auf. Und da sind auf. Die Details drin? In da Ordnung. Sind schon teilweise so, schreibe ich dann dazu, die Frau oder der Mann hat dann das in der Hand oder das. Ah, und so. Ja. Sehr schön. Aber ich muss dazu sagen, oft passiert es, dass ich das dann drei Wochen oder drei Monate später lese,
dass ich dann sage, ach, was war das für eine blöde Idee, was habe ich an den Abend getrunken, das ist ja gar nichts. Und das passiert schon. Und aus diesem Buch filtere ich dann aus und ich würde sagen, etwa 20% von meinen Ideen überleben und die reifen dann. Und kritisch ist der Künstler mit sich selbst. Ja. Also auch, weil ich langsam bin, das heißt, ich bin faul, man kann sagen faul. Ich male 10, 12, naja gut, sagen wir mal 15 Gemälde im Jahr, das ist nicht viel. Sind meistens auch großformatig, also deswegen ist das schon okay. Man arbeitet, wenn man so realistisch malt, eine lange Zeit dran. Das denke ich schon, ja. Und es ist so, dass ich dann manchmal eine Idee habe, die dann reifen muss. Und da hatte ich zum Beispiel diese Idee, um auf die Kuh zurückzukommen. Der Mann, der mit der Kuh auf dem Watt spazieren geht, das hatte ich schon 2 Jahre im Kopf. Und das hat gereift und gereift und erst nach 2 Jahren habe ich dann richtig angefangen. Und das war ein Problem, weil ich hatte ja schon viele Menschen gemalt und Menschen kann ich ja malen und zeichnen, das ist ja echt, kann ich im Schlaf kommen. Und der Ausdruck eine neue Herausforderung. Ja. Ich habe noch nie eine Kuh gemalt. Und das kann das doch war nicht so schwer sein. Doch, glaub mir, eine am Kuh. Kühe Charaktergesicht. Ja, weil es ist so, ich kenne alle Proportionen von Mensch. Mhm. Der Kopf ist 1/7 vom Körpergröße und die Arme, das kenne ich alles. Aber eine Kuh habe ich noch nie im Leben gemalt. Warum denn gerade eine Kuh und nicht eine Frau, eine Lebenspartnerin? Ja, das habe ich ja auch schon öfters gemacht. Ja. Aber ich wollte einfach eine Kuh. Na gut. Und ich hatte keine Ahnung, wie eine Kuh proportionell ist. Und dann habe ich mir so ein paar Kühe in der Wiese angeschaut und dann dachte ich, okay, aber die bewegen sich auch ständig. Und dann habe ich hier auf dem Mittelweg, das war vor, ich schätze mal vor 5, 6 Jahren, standen hier die Plastikkühe. Und dann habe ich so eine Kuh da abgezeichnet auf dem Mittelweg, um die Proportion, weil die haben ja riesen Oberschenkel und unten sind die so dünn. Ja, genau. Aber es ist echt ein Prozess und ich muss sagen, wenn es gut geht, das ist so geil. Den Kampf mit der Kuh haben Sie gewonnen. Ja, die habe ich gewonnen. Das war auch so. Den Kampf mit den Proportionen. Ein ganz. Und war es halt eine missgebildete Kuh. Also das können Sie sich da immer rausreden letztendlich. Nee, die war schon sehr realistisch und ein Kunstsammler hat das gekauft. Das war auch noch eine Geschichte. Der kam zu mir und der wollte ein Gemälde. Und dann hat er so 5, 6 Gemälde hatte ich bei mir zu Hause hängen, noch ein paar im Atelier und so. Und dann konnte er sich nicht entscheiden und hat alle 6 gekauft. Na herrlich. Und das war schon, ja, sagen wir mal, ein Kompliment. Ja. Das ist ein Kompliment für Ihre Arbeit. Ich bedanke mich bei Ihnen. Nochmal die letzte Frage. Sie sagten, Sie haben sehr viele Gesichter gemalt. Haben Sie auch bekannte Menschen des öffentlichen Lebens gemalt? Nein, weil ich kenne ein paar Maler, die so Paris Hilton und dies und das und so. Und ich wollte mal immer ein bisschen entfernt davon halten. Könnte vielleicht auch den Marktwert für ihn steigern oder auch einen Promi-Maler dazu bewegen, ihr Bild zu kaufen? Kommt auch, weil im März habe ich hier bei Claudius eine Ausstellung. Darüber wollen wir auch gleich zu sprechen kommen, ja? Da kommt ganz bestimmt 1 oder 2 Gemälde von eine prominente Frau. Herr Peters, dann machen Sie doch noch mal einen kleinen Aufruf zum Abschluss für unsere Zuschauer. Sie werden hier in der Galerie Claudius ausstellen. Wann genau? Wann genau, weiß ich nicht. Das tut mir leid. Das entscheiden die Jungs. Aber ich Zeitraum? Zeitraum ist ja ziemlich klar. 24., 25. oder 26. März ist die Vernissage. Und die Ausstellung, die läuft dann, ich schätze mal, 4 bis 6 Wochen. Aber so zwischen 24. und 26. März, das kann man im Facebook oder im Internet, das kann man erfahren. Dann ist hier eine große Vernissage, eine grandiose Ausstellung mit Presse und halt auch die noch unbekannte, sowieso, und die noch unbekannte, prominente Frau, die ich bestimmt 1 bis 2 Mal malen werde. Na, dann freuen wir uns, sind sehr gespannt auf Ihre Werke. Und wünschen Ihnen viel, viel Erfolg und freuen uns auf diese Ausstellung. Besten Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Die wunderbare Veranstaltung. Wir sind frisch verliebt. Der Spuk kommt hervorragend raus, genau wie die schönen Bilder heute Abend. Das wird wahrscheinlich die nächste Ausstellung.
Liebe Zuschauer, jeder feierliche Abend muss ja auch umsäumt, umrahmt werden von schönen Dingen, die das Leben, sag ich mal, schön machen. Und da sitzt ein Mann neben mir, der heute für die Verköstigung ein bisschen zuständig war, Herr Schless, ich grüße Sie. Sie sind heute für eine wunderschöne, ja, wie nennt man das, Kava-Marke, heute, sag ich mal, als Presenter da. Ja, letztendlich ist es ein auf Champagnerbasis hergestellter Kava, die Wöffbrause, ein neues Produkt, ein Lifestyle-Produkt, was es jetzt gerade erst seit August hier in Hamburg gibt. Und auf besonderen Events, wie jetzt zum Beispiel hier auf der Vernissage heute, vorgestellt wird. Darauf nehmen wir erstmal einen Schluck. Ich würde sagen, da prosten wir doch erstmal. Denn es war ein gelungener Abend heute mit Christine Kossi und Roland Peters, der heute mal über seine Werke erzählt hatte. Und was bei Ihrem Getränk auffällt, der ist ja gar nicht so säuerlich. Wie haben Sie denn das geschafft? Endlich mal nicht diesen säuerlichen Geschmack im Champagner. Das haben wir geschafft durch eine Veränderung der Trauben. Ist ja mal ganz wichtig, heute haben wir heutzutage, viele Menschen haben Probleme mit dem Magen, durch Stress und allem drum und dran. Und für uns war einfach ganz wichtig, da diese Säure rauszunehmen, um halt für jeden dieses Getränk verträglich zu machen. Und haben nebenbei auch noch den Zuckergehalt etwas runtergenommen. Sehr bekömmlich, das Getränk kann ich Ihnen wirklich wärmstens empfehlen. Ja, Zucker ist natürlich auch eine Sache, die wir heute nicht haben wollen. Haben natürlich dadurch, dass das Getränk aus Spanien kommt, sehr viel Sonne in den Trauben drin. Dadurch allein schon sehr viel Frucht und deswegen brauchen wir nicht so viel Zucker. Und sagen Sie doch ein bisschen was über den Hintergrund, Entschuldigung. Und zwar Wöffbrause erinnert ja auch ein bisschen an einen Mitbewerber. Und ich möchte einfach mal so von Ihnen mal so ja, den Selbstanspruch hören. Was hat Sie damals dazu bewegt, eine eigene Marke hervorzubringen? Das kann ich ganz klar sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis der Mitbewerber, wo wir einfach gesagt haben, es wird unheimlich viel Geld für Marketing ausgegeben, es wird unheimlich viel Geld für Veranstaltungen und Sonstiges ausgegeben, die unnütz sind und wo einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis für den Kunden nicht mehr stimmt. Und wir haben den Anspruch dann an uns gestellt und haben gesagt, okay, wir machen ein neues Produkt, wo wieder ein Preis-Leistungs-Verhältnis entsteht, dass sich jeder leisten kann, wo einfach auch der junge Mensch, der erfolgreiche Mensch, der vielleicht auch ein bisschen am Anfang seiner Karriere steht, sagen kann, ich kann mir ein tolles Produkt leisten, was aus einer Manufaktur kommt, wo eine Qualität stimmt, wo ein Name stimmt, wo einfach letztendlich der Kunde etwas für sein Geld bekommt und auch noch ein Lifestyle-Produkt. Sie haben den Vergleich gebracht, da tritt der David gegen den Goliath an. Das ist richtig. Natürlich auch sehr mutig und sehr auch provokativ. Wie wollen Sie sich denn am Markt letztlich platzieren? Wie wollen Sie Ihre Zielgruppen erreichen? Haben Sie sich da schon Gedanken gemacht mit der Wöffbrause? Ich sage Ihnen, wenn Sie es einmal getrunken haben, wenn Sie es immer wieder gerne trinken, aber bis es dahin und dazu kommt, müssen die Leute ja das Getränk kennenlernen. Das ist richtig. Qualität setzt sich durch, Name setzt sich durch und ich denke einfach mal, wir haben so viele Menschen schon gefunden, auch auf prominenter Basis, wo wir einfach das Getränk verkostet haben, wo jeder einfach sagt, es ist ein Hammerprodukt, es ist einfach ein toller Name und es ganz einfach, es ist was Neues, es ist etwas Frisches, Junges, es ist was Modernes, was die Champagnerindustrie einfach im Moment nicht bietet. Herr Schless, Sie leben das vor, wir glauben absolut. Das. Wir sind sehr gespannt auf die Entwicklung von Ihrem Produkt. Vielen Dank. Und freuen uns auf weitere Veranstaltungen, weitere Begegnungen mit Ihnen und der Marke Wöffbrause. Sehr gerne, freue ich mich auch. Wir haben zwei Editionen, den klassischen Champagner, 9 Monate gelagert, handgedreht, 2x am Tag, im Keller gelagert, selbstverständlich, ist die Red Edition. Was uns so ein bisschen auszeichnet, ist klar der Markenname und halt dieses Design mit dem Hund, Wöffbrause, war einfach so ein kleines Spiel, was wir gemacht haben, ist ein exklusiv für uns gezeichneter Hund, weil wir einfach gesagt haben, es muss auch ein tolles Image und eine tolle Marke dahinter stehen. Die Black Edition ist schwarz-gold. Hat den Unterschied, dass sie nicht 9 Monate gelagert ist, sondern 30 Monate gelagert ist. 30 Monate, 2x am Tag, handgedreht, Keller gelagert. Das ist der Unterschied. Der große Unterschied bei uns ist, dass wir wirklich ein Manufakturhersteller sind, wo ein Familienbetrieb hintersteht, der wirklich mit Liebe, Herz und Seele ist ganz entscheidend bei der Getränkeherstellung, dieses Produkt lebt, liebt und produziert. Danke, Herr Schless. Vielen Dank.